Yo, LZ-Player hinter der Kamera und heute startet mein Let's Play zu Genie Soccer 2017. Yeah, endlich, es ist da. Und ja, das Spiel heißt nur Dream League Soccer, auch wenn es früher hieß es Dream League Soccer 16, das ist nur Dream League Soccer. Und das alte Dream League Soccer, also Dream League Soccer 15 heißt Dream League Soccer. Heißt ja zwar Dream League Soccer, das heißt auch Dream League Soccer, aber soll an 16, 17. Soll schon mal so ein Vorgeschmack sein, das neue Update von Dream League Soccer 16 heißt jetzt Dream League Soccer, soll ein Vorgeschmack sein für das 17er Teil. Und für mich ist das der 17er Teil. Yo, Transfermarkt, brauchen wir keine nötigen Spieler mehr? Denn wir haben ein komplettes Real Madrid Team. Richtig nice. Und momentan... Ach, come on, ey. Ey, gut, erstes Ligaspiel bis... So wie die das in dem neuen Update da haben. Da ist das Trikot. Und die Adidas, ich weiß nicht, weil ich an der Hüfte von Adidas... Ich hätte auch Seiten nehmen können und Trikot gestalten 1. Aber komm, ich mach's halt so, dass Trikot gestalten 2 ist und das hier runter geht. Das auch ein Trikot. Wobei, mach ich aber nicht. Erinnert so ein bisschen an die Saison. 10, 11, nee, okay. Jetzt so ein bisschen in die Saison 9, Saison 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Wer ist der Gegner? Niemand. Richtig nice. Und da startet mal ein Angriff. Ronaldo. Achso, wir wissen, weil wir mit schlechten Spielern Rainbow machen können. Das ist... Surely the cards are coming out here. Actually, it looks like a telling off. But he'll have to be careful. Now, what can he do from here? Müsste einfach nur nach oben wischen. Wer kann denn alles von meiner Mannschaft? Kein Rainbow. Das ist zum Beispiel... Müsste einfach nur nach oben wischen. Dann hat sie es. Bisschen hier dieser R-Kreis. Kann zwar Position ändern, aber vielleicht lade ich mir sogar Arcel Screen Recorder runter. Dann stört nämlich dieser Kreis hier nicht und ich kann einfach direkt spielen. Weil wenn ich das immer hier habe, das ist meistens so, dass es das dann aus den Zick-Button betätige, obwohl ich es gar nicht will, deswegen, ja. Ich mach's ungefähr so. Ja, egal, machen wir mal Cristiano Ronaldo. Komm. Bale? Ah, Ecke. 0-0, das ist schon etwas bitter. Ich hab schon eine Playlist gemacht, aber da sind halt keine Videos, sondern das Playlist hier. Ich bin in diesen Skills und Goals Videos.
Es halt mal ein paar. Dauert noch, bis ich einige mache. Okay, sehr gut. Ronaldo, Mist. Ey, warum schieße ich meinen eigenen Mitspieler an? Warte mal kurz. Ich hab einfach mal einen kurzen Cut gemacht, deswegen wurden noch einige Sekunden davon weggemacht. Musste halt sein. Ich hab gar noch Kerze, Alter, irgendwie. Obwohl ich keine Kerze bei mir im Zimmer. Nicht irgendwie so nach, keine Ahnung. Blüte oder sowas in der Art. Ja, warum? Keine Ahnung. Der junge Ronaldo. Ja, doch, ist echt so. Ich habe vorhin nochmal Spaghetti gegessen. Mache ich mir nach dem ersten Part noch ein bisschen. Ich weiß nicht. Nee. Ist irgendwie zu spät, deswegen mache ich es nicht mehr an. Ich mache nicht mehr warm, weil irgendwie ist es zu spät. Sprechen wir aber nicht über das Thema Essen, sondern über Dream League Soccer 17. Obwohl es Dream League Soccer heißt, werde ich es einfach so nennen. Ist mir scheißegal. Alter, gesagt hat direkt mal durch bei Ronaldo irgendwie. Boom. Doch, erste. Was gibt's denn hier? Gucken. Erstmal. Es ist. Ja, der klaut aber Morata die Rücknummer, oder? Morata, ja. Ja, Morata. Weil einige kassvolle Spieler, die. Ach so, keine Sorge wegen Ronaldo und Schwarz. Die silbernen, Jedi. Und die goldenen, finde ich jetzt gerade nicht, sind seltene Karten. Und die schwarzen. Die heißen Breakout-Karten. Breakout, ja, Breakout. Pausenende, ja. Ach, keine Ahnung. Bis gleich. Ich habe mir eben schnell die Rücknummer von Morata normal gemacht auf die 21. Und yo.